Und hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Feuerrot Nuzlocke Speedrun. Wir waren beim letzten Mal auf dem Weg zum Wandberg, nachdem wir die erste Arena fertig gemacht haben. Versuchen wir jetzt noch einige Trainer mitzunehmen. Meine Taktik ist jetzt wie folgt: Ich werde mir gleich ein Kappa auf jeden Fall fangen oder angeln oder kaufen. Sagen wir einfach. Alter. Hör auf. Zwei Treffer mehr und Glutex wird down. Ich werde mir auf jeden Fall das Kappadok kaufen. Weil, ja, ist so nicht. Gyarados kann nie schaden. Gyarados mir. Würde mir in der nächsten Arena viel helfen mit dem Biss auf Level 20. Und das Problem ist, ja, was mache ich dann in der Elektro-Arena mit dem Gyarados? Na gut, wäre nicht das erste Mal, dass ich Gyarados in der Elektro-Arena in der Nuzlocke-Challenge dabei habe. Ja. Ah. Da hatte ich schon ein bisschen mehr VMs. Hi. Dann, hi. Yay, neue Pokémon-Rollkämpfe. Ja, das Gyarados werde ich mir aber auf jeden Fall besorgen. Gyarados kann nie schaden, deswegen. Das Problem ist, hier im Mondberg eine Trainingseinheit zu machen, wäre reinster Selbstmord mit Glutex. So. Da müssen wir wirklich warten, bis wir raus sind, weil ich will nicht gegen Kleinsteins kämpfen unbedingt. Auch wenn die wahrscheinlich ordentlich Erfahrungspunkte geben. Aber nee, und wir werden ein paar Radfratz ablegen. Im Mondberg sehe ich jetzt keine Bedrohung. Du hast einen Pummeluft, das geht wahrscheinlich. Hey, soll mal Annäherungsversuch sein. Nein, ich wollte dir jetzt in die Fresse schlagen. Weißt du Bescheid? Robin, ja, okay. Du zeigst so gut. Na, Glück gehabt. Gesang könnte ja ein bisschen nervig werden. Und ach, du gibst zwar viel Erfahrungspunkte, aber nicht genug. Okay, dann lass. Nächstes Pokémon ist ein Habitat. Cool. Du überlebst, dann wurde ein bisschen hoch. Na, wäre mir auch komisch gewesen. Ich habe ein Problem mit dem Level unseres Pokémons aktuell. Es ist zu hoch. Ich kann keine Pokémon mehr anschwächen. Wir kaufen uns erstmal. Hi. Du da? Team Rocket Theorist. Warst du nicht der, der mir. Du? Pokémon und PC ablagern. Ach, du. Hallo, möchtest du ein Geschäft? Ich habe ein exzellentes Cabrador. Ja, mit mir. Kann ich einen Spitznamen geben? Nein. Ich werde zu fair sein und nur ein Kappa-Dog kaufen. Das zählt dann als dieses Pokémon Center. Und würde ich es mir zweimal kaufen, wäre es ja zweimal in einer Route gefangen worden. Und Entschuldigung, musste niesen. Ab und zu mal schaffe ich es doch mal. Ablegen. Okay, Ben muss drin bleiben. Bell kann weg und Ben, ja, Bianca. Den ich vollkommen geschrieben habe. Kapador ist welches? Level 5? Oder schon 10? Ne, 5. Okay. Ich kann mich doch noch daran erinnern, dass hier ein Item liegt. Ja. Lass mich doch nicht verarschen. Hier war noch Super dran, oder? Steinchen? Na, komm. Ja, Klatsch bringt mir zwar auch nichts. Es sollte eigentlich Glut überleben. Gut. Jetzt haben wir Level 9 Kleinstein.
Gott, ich habe keine Pokebälle gekauft. Bleib drin. Okay. Glück gehabt. Kleinstein, das... du heißt... André. Dann Andrea. Ich habe aber auch irgendwie... Ja. Nicht mit so vielen A's. Ich wollte Start drücken. Jetzt kann ich weiter rennen. Kugelsaat. Cool. Cool. Ach, stimmt ja. Ich habe doch extra Schutz für den scheiß Mondberg gekauft. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ich Kleinstein bekomme. Ich hätte mit Zubat mehr gerechnet. Na dann. Klein. Ich würde ja jetzt gern. Kappador. Du wirst dich kein Kappador keinen Namen geben, dann ist es halt Garados. Bleibt es halt Garados. Weil wir werden jetzt hier noch ein paar Trainerkämpfe. Der Kiefer-Song, das sollte uns eigentlich eher weniger anhaben können. Weil wir haben erstens den Kappador. Und du zeigst sowas, die Pokémon. Ach, und wir haben ja nicht auf. Wir haben nicht auf Wechsel, wir haben sogar. Wir haben eine Folge, das heißt, Trainerkämpfe wäre echt scheiße. Ich müsste dann einmal zu Kappador wechseln und wieder zurück. Dann würde Kappador schon mal Schaden kriegen, okay. Dann glaube ich, verzichte ich darauf, das Kappador bei Trainerkämpfen zu nutzen. Obwohl, bei Kokuna hätte ich es eigentlich machen können. Super. Hätte der Kappador wahrscheinlich jetzt ein Level abbekommen. Ich weiß, dass die nächste Trainerin auf keinen Fall zwei Pokémon hat. Guck mal, ganz nach oben. Klarer Heiler. Oh. Schön, Sonnenmond. Was? Ach, scheiße, ich habe ja Cover da vorne. Stimmt ja. Ganz vorsichtig zu der Trainerinnen. Bumm, hi. Die müsste, glaube ich, ein Pipi haben. Ach, was könnte ich sagen? Oh, nee. Pipi von Göre Iris. Okay, mächtiges Kappador. Kappador. Lutex. So. Jetzt Heuler. Oh yeah, oh yeah. Blut. Okay, das sind Leute in der Zugabe. Hat auch nicht vor, die Attacke jetzt unbedingt zu wechseln. Wohl zum Schluss, ja, aber es lohnt sich nicht, den Angriff zu senken, wenn ich speziell angreife. Siehste. Gerade reicht Level 6, ja. Wenn dann hält B hält Erfahrungspunkte. Das Sonderbomben will ich mir auf jeden Fall noch holen. Ach, du warst das Flugzeug, dann war das Sonderbomben ja weiter unten. Da. Und den Käfer-Sammler. Nehmen wir mal mit. Ja, ich schaff das nie, ist in Ordnung. Ist ja gut. Du mit deinem Raupies kommst nicht mehr gegen Kleinstein an. Ich wundere mich sowieso, warum du Rocco, wie du Rocco geschafft hast. Ja, wahrscheinlich hattest du Millionen von Top-Genes und Top-Geleber mit. Weil so ein Tickel vom Raupi tut nicht weh. Und es kommt, ach, das ist immer so ärgerlich, wenn man dann sieht, ja, hätte ich jetzt wechseln können, dann der Kappa hat doch ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Nein. Kacktrainer. Ich muss jetzt überlegen, lohnt sich Team Rocket hier generell fertig zu machen? Ich glaube nicht. Wenn dann die einmal fünf. Du hast Pflanzen-Pokémon, das weiß ich. Nein, man kann sich nicht leicht verlaufen. Man ist nur zu dumm, um den Weg zu sehen.
Ist so dunkel ist die Höhle auch nicht. Und weg mit dir, Mirapla. Ist Mirapla da? Selbst uns im Text so. Rauchwolk können wir gut gebrauchen. Ist mir lieber als aktuell Heuler. Die Genauigkeit des Gegners zu senken ist immer gut. Und da kommt Knuffhansen. Natürlich hoffe ich darauf, dass wir einen Knuffhansen unten oder einen Mirapla bekommen. Ich weiß es nicht, ob es jetzt Gen-übergreifend ist, welches von den beiden man fangen kann, aber ich hoffe, wir fangen zumindest eins von beiden. Was? Ach, ich habe Schütze gar nicht mehr aktiv. Stimmt ja. Mein Plan ist echt. Nein, aktuell den Plan jetzt raus zu posthauen wäre ja dumm. Könnten die anderen den noch hören, wie ich das vorhabe? Na ja gut, für die Wasserarena, okay, könnt ihr von mir aus wissen, aber. Nee. Hier, was ich noch für Zukunft geplant habe, werde ich noch später aufbewahren. Weil. Es soll eine kleine Überraschung sein. Ich hoffe ja inständig, dass Blutex ja wirklich lange überlebt jetzt. So, für mich wird ein komplettes Projekt, wenn möglich. Das Problem ist, nachdem es Glurak wird, hat es eine wenn es schon die Wasserarena überlebt, bin ich schon glücklich. Ja, dann könnte ich es Schaufler beibringen und dann die Elektroarena nochmal machen. Weil damals durch den Stahltypen haben die ja ein paar Schwächen mehr dazu bekommen. Dann haben die ja jetzt eine Feuerschwäche, die Magnetillus. Nicht wie früher hatten die nicht. Hatten die nicht, aber jetzt haben die Feuer. Ach, die guten neuen Zeiten, wo man noch gefragt wird, ob jetzt noch einen Schutz nutzen. Hey, Geld! Hi, du hast ein Radikal. Boah, wie ich das noch weiß. Radfratz und ein Radikal? Das wäre ja echt badass. Putzki, wumm. Ach stimmt, welches Fossil nehmen wir denn? Sandan? Warum hast du kein Radikal? Ach, neunmal Blut reicht noch. Vollkommen aus. Kein Level Up. Wenn uns keine wilden Pokémon angreifen, sollten wir es theoretisch schaffen, noch bis zum nächsten Rüppel zu kommen. Ach, renn, Johnny. Renn. Hey, ich habe mir den Schutz eigentlich zu viel gekauft. Hey. Teamwork, deine Fossilien finden und sie teuer Geld verkaufen. Okay. Ich gehe davon aus, dass der Part so enden wird, dass ich das Fossil noch nicht bekomme. Das bedeutet zumindest, dass ich nochmal nachgucken kann, ob ich Amoritas oder Amoros und Kabutos oder Amoritas nehme. Ich glaube, ich werde mich für das ist schwierig. Es ist echt schwierig zu sagen, ob ich jetzt. Kabutops hat hier halt zwar Step, aber es lohnt sich, ehrlich gesagt. Nicht, weil es ein physischer Angreifer ist und wir die noch nicht die vierte Gen spielen. Und dadurch halt noch ein Nachteile hätten, weil es ja wirklich ein guter physischer Angreifer ist. Aber unsere physischen Move beschränkt sich auf die Gesteinsattacken, die wir lernen. Ja. So viele sind das aber auch nicht. Natürlich, das Morgen geht ja fast tot. Kratzer weg damit. Da werden wir es sehen.
Die Taktik bleibt ja noch. Wahrscheinlich wird im nächsten Part Kappadoko hochgelevelt, damit wir den Rivalenkampf auch nicht verlieren. Und den Rivalenkampf zu verlieren, der hat ja noch unterentwickeltes Shigi. Sollte jetzt nicht so hart sein. Und ich würde sagen, das war's auch von diesem Folge von Pokémon Feuerrot Nuzlocke Speedrun. Ich muss nur speichern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.